Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 2. Mit unseren Stammis und wieder mal sind wir in der Uni und sind am Büffeln. Ja, in der letzten Folge wurde Cody dabei erwischt, dass er beim Fremdgehen erwischt. Ich dachte ja nicht, dass die das mitkriegt. Weißt, wenn die da drüben in dem Raum sind und sie aber hier in dem Bad oder weißt, dass sie dann dahin gelaufen. Ja, gut. Es ist halt passiert und jetzt hasst sie uns halt immer noch so ein bisschen. Es ist zwar schon ein bisschen am Abklingen, aber ja, ist ja verständlich, dass sie das nicht so prickelnd findet. Unser Cody ist halt ein Romantiker und hat halt dementsprechend ein. Hat dementsprechend die Laufbahnromantik und da kommt es halt anscheinend nicht drauf an, ob er die Liebe fürs Leben findet. Und deswegen können dabei auch Leute verletzt werden, ja? Wie zum Beispiel unsere Pia. Ich denke mal, dass der Theo auch nicht so begeistert davon wäre, wenn er das wüsste. Aber, ja. Aber die Jugend halt, ne? Auf jeden Fall, ja, läuft es eigentlich im Moment ganz gut. Wir müssen halt gucken, dass die ihre Leistung nach oben kriegen, bevor die Abschlussprüfung stattfindet. Und ja, da wird fleißig aufgeräumt. Bevor das hier aber schlecht wird, würde ich das gerne abspülen, weil die Madame legt ja anscheinend keinen Wert darauf, hier sauber zu machen. Nicht immer. Und auch verbranntes Zeug anzubieten. Also, ja, also gesundheitsmäßig ist das, also auch beziehungsweise, ja, eigentlich, ja, also man sollte ja auch nicht so viel verbranntes Zeug essen, ne? Aber naja, gut. Wenn sie meint, sie muss das halt trotzdem anbieten von mir aus. Aber ich werde meine Sims das nicht essen lassen. Das kann jeder andere Sim machen, aber nicht meine. So, du brauchst Spaß, dann. Wie wäre es, wenn du mal malen würdest? Fördert das nicht deinen Spaß? Doch, so ein bisschen, ne? Ach ja, was geht denn sonst so? Eigentlich nichts, ne? Außer dass du vielleicht das mal. Ah nein, nicht duschen, meinte ich. Und dann müssten wir mal ein bisschen. Weißt du was? Ich stelle hier dieses Blasending hin. Das hilft ja auch beim. Das ist zwar ein bisschen teuer, aber wir können es uns leisten. Und dann machst du hier Blasen, bitte. Damit du wieder mal in Richtung Wünsche erfüllen kommst. Außerdem füllt das sehr viel den Spaß auf, ne? Ihr wollt eine Party veranstalten. Hatten wir auch halt nicht mehr, lang nicht mehr. Außer jetzt die Hochzeiten und Geburtstage. So, jetzt haben wir den dicksten Winter hier. Hier gibt es auch Frühstück, wenn ihr lieber mal was essen wollt. Fernsehen gucken. Ja, Paulchen befehlen.
sich totzustellen, das kannst du im Moment nicht machen, weil wir jetzt gerade nicht im Haushalt sind, ne? Cody hat in einer Stunde Unterricht. Na dann viel Spaß. Du möchtest Essen servieren. Dann mach doch auch nochmal Pfannkuchen. Ja, gehst du mal aus dem Weg? So, schnell, bevor sie wiederkommt. Kitzeln. Okay. Hauptsache, die kommen hier unten nicht so weit in den roten Bereich, ne? So, Jenna hat in einer Stunde Unterricht. Du hast noch keinen Unterricht. Wann hast du Unterricht? Du könntest ja so zwischendurch tatsächlich eine Hausarbeit schreiben. Okay, der Schnee. Weil ich das jetzt immer noch nicht eingestellt habe, dass wir einen schneebedeckten Boden haben. Sieht natürlich toll aus, ne? So, mal gucken. Wie viele Stunden? 26? Du hast schon in 20 Stunden? Du bist bei 26? Und du bist bei 24. Wieso müssen die denn immer hier rumfurzen? Kann mir das jemand mal erklären? Nee, ne? Wie wär's, wenn du den Volkstanz machst? Aber dafür brauchst du eine Musikanlage, ne? Tanzen, Volkstanz. So, Schlambada, möchtest du auch tanzen? So, das heißt, wir könnten ja eigentlich mal mit dir ein bisschen reden. Ja, könntest du jetzt mal... Wieso haben wir denn einen... Oh Gott. Ich glaube, wir müssen mal gucken, dass wir unsere Outdoor-Kleidung anders machen. Weil ich mag nicht eigentlich mit Alexander einen Partnerlook haben. Ach Mann. Ja, was ist denn jetzt? Pia hat in einer Stunde Unterricht. Ist das wieder hier so hektisch oder was? Furchtbar. So, dann gehst du am besten mal duschen, säubern, säubern, säubern. Ja, ist ja gut. Wo bist du jetzt hin? Ach, dahin. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. So. Wie wäre es, wenn du eigentlich mal auch dich ein bisschen frisch machst? Dann kann man hier alles mal abspielen. Ah nein, das machst du selber, ne? Aber das hier lässt du stehen immer. Ist das zu weit weg? So. Ach, herrje. Wir müssen auch mal Hausarbeiten machen. Würdest du denn noch mal Hausarbeiten machen? Und du müsstest eigentlich auch mal Hausarbeiten machen, wenn du gegessen hast.
Du baust einen Schneemann, das ist ja schön. Oh, das ist aber ein süßer Schneemann. Cool. Mit Hörnern. Super. So, muss jetzt jemand auch abends jetzt zur Uni? Nö. Also ihr seid tatsächlich schon dann fertig, cool. So, eigentlich müsstest du vielleicht noch ein bisschen recherchieren, damit das nach oben geht. Du bist soweit fertig. Das heißt, du könntest eigentlich im Prinzip schon schlafen gehen. Du bist fertig. Du bist fertig. Super. So, dann gucken wir mal, dass wir sie abchecken. Ob da Interesse besteht. Okay, nicht. Aber ich habe so ein Déjà-vu, also... dass wir sie schon mal abgecheckt haben. Können wir mit ihr einfach plaudern oder so? Da. So, dann erzähle ich dir noch einen Witz. Oh, die mögen wir auch anscheinend nicht. Also so von dem mit der Chemie her. Okay, dann funktioniert das halt so nicht. Vielleicht können wir ja nochmal die liebe Jessie anrufen. So, am besten, wir legen uns einfach auch schon automatische Lichter, alle Lichter. Das wäre doch was. Aber es funktioniert nicht. Automatische Lichter in diesem Raum? Nö. Weiß ich, mag nicht so weit weg sein von dem oberen Dings, weil sonst kriegen wir nämlich nicht gescheit das Geld rein, ne? Du musst jetzt nicht gucken, ob es schneit oder dass es schneit, sondern du gehst am besten jetzt mal ins Bett. So, und ich glaube, du bist auch im Bett. Super, dann kann ich... super, der Nächste, der wach ist. Dann kannst du doch mal aufs Klo gehen. Kann ich das auch säubern? Ja. Säubern... und dann kannst du ein bisschen Fernsehen gucken. So, ich weiß nicht, duschen warst du jetzt, glaube ich, nicht, ne? 9 Stunden. 5 Stunden nur noch. Aber wir sind ganz gut vorbereitet. Es ist ja noch mitten in der Nacht. Wieso schläfst du nicht? Oh, wir könnten ja einen Roman schreiben. Das wollten wir doch auch mal machen. Und zwar, was machen wir denn? Essen und Trinken vielleicht. Dann eine heiße Suppe. Fing mit einer heißen Suppe an. An einem bewölkten... Nein,
An einem regnerischen Tag gab es eine heiße Suppe. Dann ging es irgendwie komisch, also es war irgendwie komisch, daraufhin kam der Krankenwagen und dann wurden wir in eine Katze verwandelt. Okay, klingt zwar irgendwie komisch, aber ja. Hoffentlich kann ich mir das merken, bis sie damit fertig ist. Drei Stunden. Und du bist bei 7 Stunden. Du bist bei 9 Stunden. Und du bist, glaube ich, auch noch bei 9 Stunden. Jenna ist schon wach, wie schön. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauern wird, bis sie den Roman fertig hat. Weil es gibt ja bei denen gibt es ja keine Dingens, so eine Anzeige, wie weit es schon ist. Abschlussbrücke. Würdest du da vielleicht mal hingehen? So, du könntest dich auch mal ein bisschen anhalten. Nee, weißt du was? Du machst Blasen. So, wir müssen das leider abbrechen, weil sonst gehst du noch mit Hunger. 1,0. Gut. Was können wir denn dir schon mal Gutes tun? Charisma ein bisschen weiter auffrischen, ne? Wie sehen deine Bedürfnisse aus? Könntest du ruhig schon was essen, glaube ich. Und dann Rede üben. Oh nein. Los, mach mal. Du musst auch bald weg. Wieso seid ihr denn jetzt so unterschiedlich dran? Das ist ja unglaublich. So, bist du eigentlich so weit? Nö. So, das heißt, du kriegst auch bald einen Punkt dazu. Yippie. So, du musst aber eigentlich theoretisch auch die Seminararbeit schreiben, ne? Da war was. Und du bist dann auch bald dran. So, ihr seid jetzt auch auf dem besten Weg zur Abschlussprüfung. Warum jetzt Jenna so
so es eilig hatte, keine Ahnung. Aber meine Lieben, ich mache hier jetzt einen Cut und wir sehen uns auf jeden Fall in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.